Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Und ja, ich muss jetzt ein bisschen leiser reden. Nämlich ist es schon ein bisschen später. Ihr seht sie. So. Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seht es bereits im Titel eingeblendet. Ich zeige euch mein Gaming-Setup. Und ja, nämlich hat sich jetzt schon ziemlich viel verändert, muss ich sagen. Der Grund, wieso ich dieses Video heute, sprich, ich nehme dieses Video in der Nacht auf den Mond, Mittwoch, sprich Dienstagabend. Und ja, ihr fragt euch, wo mein PC ist. Der ist aktuell da unten. Nämlich sage ich euch einfach mal bisher, was sich geändert hat. Ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, diese zwei Ablageflächen sozusagen sind jetzt hier. Ich habe jetzt meinen größten Pokal habe ich hier draufgestellt bis jetzt. Hier haben wir die Lightbox. Lightbox ist was anderes, sagen wir es mal so. Die LEDs sind zwar fixiert und alles, ich habe das bewusst nicht zugetan, da ich euch zeigen wollte, dass die LEDs rein theoretisch, die würden schon funktionieren. Aber fragt mich nicht, was das Problem ist. Wahrscheinlich irgendein Wackelkontakt. Ich habe es jetzt einfach so gelöst, dass ich so lasse. Vielleicht finde ich ja irgendwann noch eine Lösung mit irgendwelchen, die besser kleben, die auch über eine Batterie gemacht werden. So, das ist einfach, ist klar, ist dann ein bisschen nervig, immer die Batterie zu wechseln. Kann man aber machen. Und ja, nämlich kommen wir jetzt mal zu den Monitoren. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Da ist doch ein dritter. Tatsächlich, hier ist immer noch mein linker Monitor. Nämlich, ich weiß gar nicht mehr, welches Modell das ist. Ich möchte jetzt keinen Shit erzählen. Falls ihr irgendwelche Links wollt zu irgendeinen Produkten hier. Außer natürlich den Pokal, da habe ich keinen Link, den habe ich hier gewonnen. Falls ihr zu irgendwelchen Produkten einen Link möchtet, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ja, dann haben wir hier meinen neuen 240 Hz Monitor von Asus, der Asus PG 258Q, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Und das ist der Asus PG 248Q, soweit ich das jetzt weiß, mit 180 Hz. Und ja, hier seht ihr immer noch meine Lametric-Uhr. Da hat sich nicht viel geändert. Auch die Tastatur ist immer noch die gleiche von Rocket. Ja, so viel dazu. Die Maus ist auch gleich geblieben. Eine Rocket Cone Aimo in Weiß mit der gleichen Beleuchtung, wie wir sie hier sehen. Das ist jetzt alles ein bisschen überbeleuchtet, aber wenn ich das Licht ausschalte, seht ihr, kommt das gut zur Geltung. Auch das kommt sehr gut zur Geltung. So. Und ja, dann kommen wir hier zu meiner Headset-Halterung. Die ist blau beleuchtet, kann man einstellen. Dann haben wir hier mein Beyerdynamic DT 770 Pro mit 80 OHM. Falls ihr dazu einen Link möchtet, kann ich ihn euch auch gerne geben. Dann haben wir hier noch mein Blue Yeti Mikrofon in Weiß, meine Rocket Sense White Mausmatte. Und ja, die meisten werden es wahrscheinlich schon gesehen haben. Ja, wo ist denn das Schlangengehege hin? Einige haben sich ja schon gewundert, wie ich das dann wegnehmen will. Es hat alles soweit funktioniert. Ihr seht hier, das Cable Management ist jetzt noch nicht allzu clean. Das wird sich morgen ändern. Denn Jungs, morgen kommt der zweite genau gleiche Tisch. Nicht wundern, ich habe es nicht absichtlich aufgeräumt oder so, da das Ganze morgen nochmal richtig umgewühlt wird sozusagen. Morgen kommt dann der zweite Tisch, den ich hier hin tue. Und wenn wir dann wieder auf mein Bett achten, das ist ein bisschen aufgeräumter. Okay, jetzt liegen irgendwelche Pullis da herum. Aber ansonsten ist das eigentlich ganz gut. Also ja, den Umständen entsprechend. Und dann sehen wir hier, wenn wir es zur Geltung nehmen, mein Asus Laptop, welches ich dann ja auch auf dem zweiten Tisch positionieren werde, zusammen mit diesem Erz hier. Hatte ich euch auch schon in dem Video erklärt. Hier seht ihr noch Material, was ich brauche, sonst zusammenbauen. Zum Beispiel hier dieses neuen Möbels von IKEA. Ich habe das
euch ja schon gesagt, dass ich mir ein Ikea-Möbel hole, weil es hinter die Facecam kommt. Die, die meine Streams öfters mal anschauen, haben es wahrscheinlich auch schon gesehen. So sieht das Ganze aus. Aktuell habe ich noch nicht allzu viel gefunden, was ich rein tue. Kommt noch, Jungs, also nicht wundern. Zum Beispiel Fortnite-Figürchen habe ich ja zwei bestellt. Einmal einen Skulltrooper und einmal einen Raptor-Skin, die sehr, sehr geil verarbeitet sind. Und ja, ansonsten gibt es ja nicht groß viele neue Sachen. Nämlich ist hier mein Cable-Management echt miserabel. Das liegt daran, dass ich morgen den PC sowieso dann auf den Tisch nehme. Nicht wundern, Jungs, das ist jetzt einfach eine provisorische Lösung gewesen, den PC unten hinzustellen, da ich sonst einfach keinen Platz für die drei Monitore habe. Und ja, so viel eigentlich dazu. Also das Ganze wird sich dann morgen sehr, sehr verändern. Der PC wird dann hier hinkommen, auf den Tisch, neben dem ganzen Stuff hier. Hier auf den Tisch. Dann haben wir hier den zweiten Tisch. Dann wird dann mein Laptop hier sein, womöglich in den Streams höchstwahrscheinlich immer mit der Nightboard-Seite auf, damit ich immer alles einstellen kann. Dann haben wir dann noch hier das Herz in Weiß. Und ja, soweit eigentlich zu den neuen Sachen. Falls ich was vergessen habe, tut es mir auf jeden Fall mega leid. Schreibt mir ansonsten gerne mal in die Kommentare, falls ich was vergessen habe. Ja, hier ist alles nicht sehr ordentlich aufgeräumt. Ich weiß, Jungs, das Bett, hatte ich euch ja schon gesagt, das räume ich dann wirklich dann auf, wenn mein Tisch ist, da ist und wenn wirklich das Gaming-Setup so gut wie fertig ist. Und ich wollte euch noch eins zeigen, falls ihr euch fragt, wieso meine LEDs nicht an sind. Ja, nice, ne? Wenn es einfach nicht mehr klebt. Auf jeden Fall empfehlenswert. Nein, Jungs, das liegt daran, die funktionieren schon, aber mit einem enormen Wackelkontakt. Ihr seht hier, mit einem enormen Wackelkontakt. Und ja, ich habe ja noch irgendwo, ich weiß gerade nicht genau wo, mir leid für die Unordnung, genau hier, habe ich ja noch ein 5 Meter LED-Kabel sozusagen. Ich werde das dann von hier, so wie hier, damit ich da keinen neuen Stecker verwenden muss, hinten durch, hinter dem, wo ist mein Finger, hinterm Tisch durchführen. Wird dann alles natürlich hier hinten durchkommen, auch hinter dem zweiten Tisch und wird dann hier hinten enden, sodass es nicht nachher nochmal so kommt. Da enden, damit wirklich dann alles schön beleuchtet ist, so wie hier. Also hier ist es eigentlich kein Problem, kann man manchmal wieder ein bisschen festdrücken. Also es hält eigentlich schon, ich habe dann einfach mal den Kleber hier weggenommen, also das Klebeband habe ich dann einfach weggenommen, weil ich sowieso weiß, dass ich das erneuern muss, weil ich es falsch geklebt hatte. Ich werde mir wahrscheinlich auch noch mal ein paar LEDs nachbestellen, da ich mir überlegt habe, ob es nicht nice wäre, wenn ich irgendwie noch da oben was mache und vor allem hier hinten in diesem Regal. Je nachdem müsste man halt hinten diese Abdeckung hinten wegnehmen und die LEDs halt so von hinten dran kleben. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Das machen, je nachdem, muss ich mir aber noch überlegen, wie ich das dann genau mache. Und ja, so viel eigentlich zum Thema. Das soll es auch schon mittlerweile gewesen sein. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, eben wie Links zum Beispiel, ja, schreibt mir die gerne mal in die Kommentare. Ich versuche euch alles so gut wie möglich herbeizuholen. Hier mein Scarf nochmal. Wo die Pedals ja bekanntlich nicht mehr dran sind. Ah ja, das wollte ich euch nochmal zeigen. An all die, die gesagt haben, das sieht sicher nicht clean aus. Cleaner kann man es nicht machen, sagen wir es so. Ja, meine Headset-Halterung, ihr seht es wie immer, auch in blau gemacht. Headset-Halterung habe ich alles schon angesprochen. Und ja, das soll es ja nicht hiermit gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich nehme dann das nächste Video auf, sobald ich dann wirklich am Tisch LEDs befestigt habe. Der Tisch so, also designt sozusagen, ist, wie ich den dann auch schlussendlich höchstwahrscheinlich natürlich möchte und so weiter und so fort. Ich habe mir auch überlegt, ob ich da nochmal schauen soll, ob ich irgendwie die LEDs
außen herum oder keine Ahnung, wie ich es mache. Ist halt echt scheiße, dass es nicht funktioniert, weil es würde mega, mega nice aussehen. Würde auch super dazu passen. Ich meine, das gleiche Logo. Es würde super dazu passen. Die Farben sind genau gleich. Nicht wundern, dass nur weil es beleuchtet ist und hier nicht. Ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber trotzdem, wenn man hier sitzt, das sieht echt sehr, sehr nice aus. Ich meine, es ist ja jetzt auch kein Geheimnis mehr, wie ich aussehe. Ihr habt es wahrscheinlich jetzt gerade gespiegelt ein bisschen erkennen können. Auf Twitch streame ich ja mit Facecam, also nicht wundern. Und ja, somit bedanke ich mich jetzt schlussendlich wirklich mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Vielleicht, noch ein kleiner Punkt, vielleicht, es kann auch sein, dass ich irgendwie noch eine Wanddeko, boah, meine Hand war gerade mega groß, irgendwo eine Wanddeko noch festigen werde. Ob es jetzt irgendwie so ein Riesendreieck ist, welches leuchtet, oder irgendwie Schaumstoffsachen, damit der Sound besser herauskommt vom Mikro. Oder ob ich einfach so Schaumstoffabdeckungen, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, einfach so hinten an die Wände tue. Optisch wird es mega nice aussehen, meiner Meinung nach. Ich müsste halt schauen, wie teuer das wird. Und ja, so viel eigentlich zum Thema. Mein Gaming-Stuhl hat sich nicht geändert. Ich spare ja aktuell auf einen neuen. Gehe auch ein bisschen arbeiten dafür, um mir den dann zu leisten. Es wird dann einer von Noble Chairs höchstwahrscheinlich sein. Worauf ich auch noch spare, sind verschiedene Merches, zum Beispiel der Marshmallow-Merch und so weiter. Vielleicht werde ich mir dann einen zulegen. Ich weiß es noch nicht. Oder irgendwie ein Get on my Level Merch und so weiter, die ich eigentlich alle mega feiere. Und ja, somit sehe ich gerade nichts, was ich noch spezifisch ansprechen müsste, wo ich sagen muss, ja, das habe ich vergessen oder so. Twitch sind aktuell 37 Follower, vielen Dank. Könnt ihr mir gerne folgen, einfach B9FoxyFN, also B9FoxyFN. Und ja, eben Kabelmanagement mache ich dann alles, sobald der Tisch da ist. Da ist auch noch ein bisschen Unordnung. Und ja, ich bedanke mich jetzt echt schlussendlich mal fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Macht's gut, wir sehen uns, haut rein und ciao.